In Solothurn wird gewählt. Und zwar nicht, wo die schönste Altstadt liegt oder welches der schönste Bahnhof ist. Nein, am Sonntag, den 12. März, wird im Kanton Solothurn der Kantonsrat und der Regierungsrat für die nächsten 4 Jahre gewählt. Okay, stopp. Ganz langsam. Was ist überhaupt der Kantonsrat und was hat er für Aufgaben? Der Kantonsrat Solothurn hat 100 Mitglieder und die werden alle 4 Jahre neu gewählt. Zu den Aufgaben des Kantonsrats gehören zum Beispiel die Kontrolle des Budgets oder die Erarbeitung von neuen Gesetzen. Kommen wir zum Regierungsrat. Was ist der Regierungsrat und was sind seine Aufgaben? Der Regierungsrat ist die Regierung des Kantons Solothurn, also sozusagen der Solothurner Bundesrat, der aus 5 Mitgliedern besteht. Zu seinen Aufgaben gehören zum Beispiel die Leitung der Verwaltung oder die Umsetzung von Beschlüssen. Dann sind die Regierungsräte und die Regierungsrätinnen jeweils für ein Departement verantwortlich. Alles klar? Wenn du jetzt noch nicht weißt, welche Kandidaten oder welche Partei du wählen willst, kannst du auf easyvote.ch einen Fragebogen ausfüllen. So findest du heraus, welche Kandidaten und welche Partei zu dir passen. Auf easyvote.ch findest du auch alle Infos dazu, wie und wo du kannst wählen. So steht dir fürs Wählen nichts mehr im Weg. Nicht mal die beste Solothurnerin.